Gaudete in Domino Semper. Freut euch im Herrn alle Zeit. So können wir es am dritten Adventssonntag in den Gottesdiensten hören. Dieser Ausruf ist auch der Grund dafür, warum dieser dritte Adventssonntag auch den Namen Gaudete hat. Und dieser Sonntag ist schon etwas ganz Besonderes, auch von den liturgischen Farben. Denn an diesem Sonntag kann der Priester Rosa tragen. Ich zeige es mal hier. Rosa, kein grelles, leuchtendes Pink, sondern vielmehr rosa als ein heller werdendes Violett, was ja uns sonst über die Adventszeit begleitet. Wenn wir auf das Evangelium des heutigen Sonntags schauen, da begegnet uns wieder Johannes der Täufer. Und ich persönlich frage mich immer, wie hat man sich diesen Menschen vorzustellen? Es ist schon klar, er hat da seinen Mantel aus Kamelhaar an. Aber was hatte er für eine Einstellung, für eine Prägung? In diesem Evangelium steht er wieder souverän da. Er ist sehr selbstbewusst. Und auf die Fragen der Priester und der Leviten, mit welcher Berechtigung er denn taufe, bleibt er ganz souverän er selbst und weist darauf hin, dass er mit Wasser tauft, aber jemand anderes kommen wird, der mit dem Heiligen Geist taufen wird. Und das sind auch meine beiden Impulse, Gedanken, die ich Ihnen mitgeben möchte. Zum einen, Johannes kennt ganz klar seine Grenzen. Er weiß, was er kann, was er nicht kann. Wenn wir mit älteren Menschen sprechen, dann werden sie wahrscheinlich auch sagen, oder erfahren haben, da lagen meine Grenzen. Meine körperlichen Grenzen vielleicht im Sport, aber auch meine seelischen, die ich austragen und die ich aushalten kann. Es tut uns gut, wenn wir wissen, bis hierhin kann ich und nicht weiter. Und ein zweites, was ich Ihnen mitgeben möchte, ist, Johannes weiß gut, was er kann und er weiß, was er nicht kann. Und es ist vollkommen okay so. Man muss nicht immer alles können. Johannes konnte auch nicht alles. Das, was er gut konnte, was er gemacht hat, das war okay. Das war gut, das hat gereicht. Das war richtig so. Auch wir müssen nicht immer alles können. Auch wenn wir selbst wahrscheinlich immer wieder den eigenen Anspruch an uns haben, dass wir es doch irgendwie immer besser machen könnten und müssten. Aber es schadet uns nicht, auch mal zurückzutreten und zu sagen, ja, das kann ich, da liegen meine Stärken, meine Fähigkeiten drin und anderes kann ich eben weniger gut. Das ist gar nicht weiter schlimm. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen noch eine frohe und gesegnete Adventszeit und bleiben Sie gesund. Tschüss.